Bei der Europawahl Anfang Juni treten in Deutschland 35 Parteien und sonstige Gruppierungen an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien können sich auch viele kleinere Vereinigungen Hoffnung auf einen Einzug ins Europaparlament machen. Deutschland entsendet wegen der höchsten Bevölkerungszahl in der EU die meisten Abgeordneten ins Europaparlament. Bei dieser Wahl gehen 96 der 720 Sitze an deutsche Bewerber. Mit der Europawahl 2024 sind erstmals Minderjährige wahlberechtigt. Abstimmen darf, wer am 9. Juni 16 Jahre alt ist. Nicht nur Deutsche dürfen in der Bundesrepublik wählen, sondern auf Antrag auch in Deutschland wohnhafte Bürger der übrigen EU-Mitgliedstaaten. Anders als bei der Bundestagswahl gibt es bei der Europawahl keine 5%-Hürde, um im Europaparlament vertreten zu sein. Rechnerisch reicht weniger als 1%, um einen Abgeordneten zu entsenden. Im scheidenden Europaparlament sind Abgeordnete aus 14 deutschen Parteien vertreten. Stärkste Kraft wurde bei der vergangenen Wahl die CDU. Es folgten auf Platz 2 die Grünen, auf Platz 3 die SPD. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien schafften es auch 7 kleine Formationen ins EU-Parlament. Erstmals antreten kann die linken Abspaltung Bündnis Sahra Wagenknecht. Auch die Klimaaktivisten der letzten Generation sind bei der Wahl vertreten. Sowie die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch DAVA. Sie war in den vergangenen Wochen vielfach als Ableger der türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert worden. Die DAVA weist dies zurück.